Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Experiment mit mir, den Kiasch. Weiter geht's. Ich habe es nicht geschafft, irgendeine bzw. Mindfact Reloaded für die 1.10 zu finden. Es gibt sie auch aktuell gar nicht. Es wird sich gewünscht, dass sie bald kommt, aber keine Ahnung. So, weiter geht's. Allerdings habe ich mir in der Zeit schon einiges überlegt, wie wir es machen könnten. Und es gibt ja die Events, oder wir machen es halt ganz simpel. Wir wollen uns erstmal eine Soul Vial. Doch, schon richtig. Holen uns eine Kuh. Weil so wie beim Creeper wird es nicht funktionieren. So. Kau. Weil da kann man das dann hier auch umbauen und abbauen. Und wir müssen jetzt erstmal an das. In den Nether, wo hab ich denn jetzt mal? Da. Nether. Hab ihn, sehr gut. Gut, dann kommen wir nämlich jetzt auch schon wieder zurück. Ha, das war knapp. Home. Ohne Probleme. Hust, hust. Einfach hin abbauen und weg. So, und zwar brauchen wir jetzt wieder einen Powered Spawner. Was heißt, wir müssen wieder Vibrant. Haben wir noch ein bisschen Vibrant? Nö. Energetic. Auch nicht. Okay. Na komm, Glow. So. Und drei Enderperlen. So, den Creeperkopf brauchen wir jetzt nicht. Versuchen wir es mal aber so, da geht das besser. Und es fehlt, brauchen wir nochmal einen Zombie. Noch anderen Heads. Na komm. Ich hoffe, es geht auch mit Creeper. Zwei Silikon. Zwei hiervon und ein Redstone. Und gleich mal wieder ein bisschen aussortieren. Ja, wir müssen mindestens auf die zweite warten. Aber jetzt haben wir es ja wenigstens hinbekommen. So, dann machen wir uns einen Kuhspawner. So, auch schon fertig. So, nehmen wir nochmal einen Emerald, beziehungsweise zwei. Jetzt habe ich wieder einen Zombie-Kopf verwendet. Ich bin sowas von nicht schön. So, jetzt brauchen wir den und den. Und 8 XP, weil ist ja nur ein Kuhspawner. So. Nein. Und auch nicht at move, sondern at mob. Davon. Okay, es fehlen uns drei Eisenblöcke.
1, 2, 3. Eins, zwei, vier, sechs, acht. So, da haben wir den schon mal. So, die dauern ja länger. Das ist ein bisschen mehr. Okay, ich hatte jetzt gerade schon gedacht, er hat keinen Strom. Aber das dauert ja halt nur eine gefühlte Ewigkeit. So, Mob. Haben einmal den. Einmal den. Jetzt brauchen wir noch eine Redstone Torch. So. Quantum brauchen wir glaube auch noch. Machen wir mal über zwei weitere. Okay, können wir schon ein paar machen. So, drei. Langt für vier Windräder. So, dann brauchen wir da Energy, ja, da haben wir auch nicht mehr so viele. Ach, jetzt musst du ja fertig sein. Hoffentlich. Bitte, sei fertig, sei fertig. Ha, sehr fein. Und jetzt brauchen wir wieder schöne 30 Level. Ne, nur 16. Okay. So, und dann tun wir uns schon mal wieder ein bisschen ausräumen. So, den will ich ja ungefähr hier in der Nähe haben. Jetzt muss ich halt immer bloß ein bisschen schauen, wie ich es gemacht habe. Wo ist mein Türöffner? Genau neben den. Genau hier hin. Fackel, Fackel, Fackel. Aktuell brauchen wir noch Fackeln. Da fackeln wir auch nicht so lange. Jetzt kann ich erstmal wieder was raus tun. Die Axt kann weg. Die Schaufel, Excavator behalten wir erstmal. So, der kommt hier hin. Zack. Müsste jetzt auch wieder gut aussehen. Yep.
5. Ach stimmt, ja, ich habe das ja ein bisschen nach vorne gesetzt, also müsste theoretisch gesehen. Ja, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, hier hin. Weg. Gut. Ich sag schon, das ist so viel gut. Ab theoretisch gesehen. Braucht man nicht so weit, denn so. Lahmer. Sollte, wenn möglich, nur hier an diesem Raum generieren. Das andere werden wir dann auch wieder zumachen. Mit Glas komplett. Das heißt, wir müssen den Boden bis vorziehen. Das hier dann schön mit Laboratory ausfüllen. Oder mit hier. Mit den Factory Blocks. Und ich muss halt mal schnell gucken gehen, wie weit ich gegangen bin. Bei 2, bei 389. Nicht, dass ich sie ja zu. Super. Dann setzen wir die ja mal hier an der Seite. Aber die Kühe sind ja eh so breit. Okay, das heißt, ich muss noch ein bisschen was autocraften lassen. Und in der Zwischenzeit mal schlafen gehen. Okay, da brauchen wir nämlich nochmal 1, 2, 3. Ne, eigentlich nur. Acht weitere Redstone Torches. So, Eisenschwerter werden ja schon gecraftet. Ach, wir brauchen wieder ein paar Patterns. Machen wir 10. So. Demzufolge haben wir jetzt schon mal die Eisenblöcke. Die Schwerter werden ja schon. Und wir müssen dann gleich noch einen weiteren Crafter bauen. Blubblubblum, kriegen wir es hin. Erledigt. Wie viele Redstone-Blöcke haben wir noch? 32, ja gut, dann hauen wir das immer noch fix mit rein. Und dann können wir das hier erstellen.
Mobmasher, gut. Demzufolge, was das man an der Stelle sagen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten halt nicht. Ist vollkommen euch überlassen. Wenn ihr wollt, abonnieren und kommentieren. Ich habe mich gerade wiederholt. Dann. In dem Sinne, macht's gut und bis morgen. Tschüss.